Ja, Leute, willkommen zu Runde Nummer 2 hier beim Fotobattle. Wie ihr seht, Tina hat sich umgezogen, neues Outfit, mega cool, neue Location. Und dieses Mal fange ich an. Das heißt, Lina, du darfst mir gleich nachmachen. Und ich würde sagen, ich bin bereit, ich habe keine Angst. Von mir aus kannst du den Timer anschmeißen. Nein, warte mal ein bisschen, ganz kurz. Okay, jetzt. Bereit? Ja, ich glaube schon. Und los. Okay, guck mal. Lass mal kurz hier hingehen. Ich finde deine Jacke, die passt so ein bisschen zu den, auch wenn es nicht die geilsten Blumen gerade sind. Stell ich mal erstmal da so hin. Ich kann auch hier so durchfotografieren ein bisschen. Boah, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Komm mal, misst mir nach da. Ja, stopp. Mhm. Super. Das sieht gut aus. Ja, Klappdisplay ist vom Vorteil, aber habe ich jetzt gerade nicht. Komm mal näher zu mir. Stopp, das reicht schon. Mhm. Warte mal, ein bisschen noch zu hell, ey. 8000stel bin ich schon, ich muss auf 2.0 gehen. Komm mit. Also den Baum nehmen wir mit, Lina, tut mir leid. Die Jacke würde ich auch hier einfach mal ausziehen, dann haben wir noch mal was anderes. Und das bietet sich einfach perfekt an. Tut mir leid, der ist ja extra so gepflanzt worden für Fotografen und Models. Auch mit den Tattoos auch mega cool. Hey, dass du das hobbymäßig machst, du bist so toll. Kannst du noch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, eher sowas, also ein bisschen irgendwie so. Super, guck gerne auf den Boden ein bisschen, ja, super. Geh mal noch mal näher rein, so. Genau, deine Hand möchte ich sehen. Ja. Warte mal, mir fehlt ein bisschen was. Bleibt da. Umweltverschmutzung. Keine Ahnung, Alter, ich muss aber irgendwie... Oh, scheiße, voll schlecht. Riecht noch was, ne? Ich kann das auch zunehmen. Probier mal ein bisschen was aus. Komm mal noch mal ein bisschen nach vorne zu mir. Mal straight einfach zu mir. Okay, cool, Tina, vielen Dank. Super. So, ich bin fertig. Lina ist dran. Deine 5, nein, Spaß. Hast du Angst? Nee. Habe ich irgendwelche Locations benutzt, die du auch gerne hättest? Alles gut. Nein? Also hast du, aber das ist kein Problem. Genau, Mann. So muss das hier sein. Das ist doch kein Ponyhof hier. Okay, deine 5 Minuten mit Tina. Viel Spaß wünsche ich euch. Laufen jetzt! Supi, wir gehen auch erst hier hin. Stell dich mal ungefähr hier so hin. Jacke an, ja. In die Richtung drehen ein bisschen, genau. Sehr gut. Stell dich mal ein bisschen gerade hin. Kann sich mal hinsetzen. Schneider das. Lehn dich mal genau, ein bisschen nach vorne. Du hast Haare kommen. Kannst du die Haare alle auf eine Seite machen? Sehr gut. Sehr schön. Dreh dich mal ein bisschen seitlicher zu mir. Ja. Jetzt vielleicht noch einmal noch weiter drehen, dass du so über die Schulter zu mir gucken kannst. Kennen wir schon. Sehr gut, mach mal die Haare auf die andere Seite an. Ein bisschen. Vielleicht noch ganz interessant. Ja. Sehr gut, dann gehen wir darüber. Ich bin fertig. Und zwar setze ich mal hier auf den. Boah, was ist hier denn los? Genau da drauf. Ja, ein Bein so ein bisschen hoch, wäre cool. Dreh dich mal in die andere Richtung, dass du quasi hier mit dem Rücken bist. Ja.
ein bisschen näher. Schau nochmal zu mir. Kannst du das eine Bein hoch machen? Okay, jetzt was noch cool wäre, kannst du dich da draufstellen und dich da oben festhalten. Ich helfe dir auch. Mach mal den einen Fuß ein bisschen weiter hier hoch. Das so, ja. Den Autofokus verlässt dich. Sehr gut. Komm nochmal runter und setz dich mal da unten drauf. Du kannst dich so da dran nehmen. Kurz. Mach mal einmal Haare ein bisschen auf eine Seite. Ziemlich so an den Baum fest. Ja, sehr gut. Mach das Bein mal ein ganz bisschen weiter nach vorne. Ja, geil. Fertig. Ja. So, und wer hilft mir jetzt auch? Oh ja, das mit dem Himmel, ne? Mal gucken, was noch mit drauf. Ist ja auf jeden Fall was dabei. Danke. Ja Leute, das war's auch wieder von Runde 2 hier beim Foto-Battle. Wir hatten sehr viel Spaß. Jetzt seid ihr dran. Über dieses kleine i hier oben könnt ihr voten, welches Bild ihr besser findet, A oder B. Wenn auch ihr jetzt Lust bekommen habt, gegen mich anzutreten, dann schreibt mir eine Bewerbung an info@videografie.com. Und auch wenn ihr ein Model seid und Lust habt mitzumachen bei so einem Foto-Battle, weil es ja super viel Spaß macht, Tina. Klar! Hier hast du das Geld. schreibt mir auch. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche in Runde Nummer 2 wieder, wenn es heißt... Jetzt bitte mit dem Fäusten, ne? Wenn es heißt... Oh, fight, ja, oder? Wow! Thank you.